Heute bei Adventurist. Luke legt Gertrude flach. Wir stören einen Africa Twin Promo Dreh. Und wir infiltrieren eine italienische Rallye. Hey, das bin ich, Lukas, 24 und seit einem Jahr Motorradfahrer. Das ist mein Motorrad, Gertrude, eine 25 PS starke Royal Enfield Himalayan. Ich erzähle euch heute von meiner ersten eigenen katastrophalen Motorradreise. Meine Reise beginnt am 22. Juli um 5 Uhr morgens. Die grob geplante Route führt mich von Karlsruhe über den Bodensee und die Schweiz an die französisch-italienische Grenze. Das Ziel, die Assietta-Kammstraße fahren. Es ist eine der berühmtesten Offroad-Wege in den Alpen und eine ehemalige Militärstraße. Hier standen sich einst Franzosen und Italiener bewaffnet gegenüber. Da ich aber kein Blassen von Solo-Motorradreisen habe, treffe ich einen Profi. Walle von Walle on Tour ist seit mehreren Jahren unterwegs, dreht geile Reisedokumentation und bietet sogar geführte Touren an. Ihn treffe ich heute, um mir ein paar Tipps abzuholen, bevor ich mich wirklich alleine ins holprige Abenteuer stürze. Wir machen jetzt nochmal die dritte. Mein Tipp Nummer 1 ist ein doofer Tipp, den jeder sagt, der irgendwo schon mal einfach gestartet oder was gemacht hat. Einfach machen. Und nicht so viel drüber nachdenken. Nicht volle Kanone ins Risiko fahren. Auch mir ist es schon oft passiert, dass ich an einer Stelle war, wo ich gerade Westalpen gesagt habe, oh, vielleicht gehe ich jetzt erstmal zu Fuß 400 Meter, um zu gucken, wie geht's hinter der Kuppe weiter, weil die Auffahrt ist schon ziemlich heftig. Ich bedanke mich bei Walle für seine Zeit und fahre weiter zu meinem Tagesziel in der Schweiz. Das Interview mit Walle über Motorradreisen und seine Reisedokumentation seht ihr übrigens ab nächster Woche in voller Länge auf diesem Kanal. Am Ende des Tages haut mich die Route zum Campingplatz nochmal ordentlich aus den Latschen. Scheiße, Alter. Ehe ich dann zum Campingplatz fahre, mein Zelt aufbaue und schlafen gehe. Morgen geht's über viele nennenswerte Schweizer Pässe. Tag 2, quer durch die Schweiz. Guck dich mal das Navi an. Über den wunderschönen Gotthard- und Nufeenpass heize ich bei etwa 30 Grad Celsius Richtung Bonaches im Südwesten der Schweiz. Das liegt auf 1500 Metern in einem wunderschönen Tal neben einem idyllischen Flüsschen. Ich denke, ich passe da ganz gut rein, denn inzwischen stinke ich echt wie ein Biber. Wow! Oh nein, jetzt kommt der Wind. Wenn hier ein Hering reißt, dann ist vorbei. Eins habe ich auch gelernt, und zwar, dass das Wetter in den Bergen unglaublich schnell umschlägt und man dann nicht in ein Billigzelt stecken will. Ich stelle gerade fest, dass das komplette Ding unter Wasser ist. Das ist alles Wasser hier drunter, Alter. Scheiße, Alter. Fucking hell. Das Wasser kam jetzt also nicht nur von oben, sondern auch von unten. Hör auf zu regnen, du Kacko! No! Scheiße, Mann! Oh.
das irgendwie die Luft raus. Ich bin so fertig, es ist so kalt. Es ist schon 7:30. Gestern hatte ich da schon das Zelt abgebaut. Hier ist noch volles Chaos. Pisst ohne Ende. Bin bis auf die Unterhose nass. Alles war nass und mir war kalt. Viel Sprit hatte ich auch nicht mehr, aber ich freute mich auf den Punkt, weshalb ich überhaupt in diese Richtung gefahren war. Nämlich der Col de Gély, der erste richtige Offroad-Pass für heute, der mich über eine Bergkette führen sollte, wo ich dann übernachten würde. Ich habe gerade mit zwei Franzosen geredet, die meinten bei dem Schild da, das ist zu und das Problem ist, dass eigentlich die Offroad-Strecke gewesen wäre für heute. Jetzt muss ich komplett außen rumfahren, was extrem nervig ist. Naja, jetzt fahre ich einfach so weit in das Offroad-Gebiet, wie es geht. Das Wetter kommt jetzt auch schon wieder. Und dann war das heute wieder ein Transittag. Ich hoffe, es geht jetzt endlich mal los mit Offroad. Oh, moin Leute. Ich glaube, es wird mal Zeit, mir meinen Gemütszustand vom Herz zu vloggen. Bereits die ersten zwei Tage hatte ich mich komplett übernommen. Ich fuhr einfach nur in eine Richtung, um irgendwie die Offroad-Pässe zu erreichen. Und das auch stellenweise bei 35 Grad oder eisernem Regen. Ich hatte wirklich keine trockenen Klamotten mehr, jetzt war auch noch der Pass gesperrt, ich konnte nicht mehr tanken, weil meine Kreditkarte überall abgelehnt wurde. Ich war mit den Nerven ziemlich am Ende. Und ich überlegte mir ernsthaft, ob es das alles überhaupt wert war. Wollte ich wirklich die Asieta-Kammstraße erreichen? Oder war das nur irgend so ein komisches Ziel, was mich grob in die Richtung peitschen sollte? Ich war wirklich kurz davor, hier umzudrehen. Doch dann passierte etwas. Da fährt mein Retter weg. Hab mir gerade, die ganzen Tankstellen hier funktionieren nicht mit meiner Karte. Ich habe eine ganz normale Visa. hab mir gerade einen Arsch gerettet, der Gude. Waren fast leer. Und er kannte Itchy Boots und ihr Bike. Und er hat sich überlegt, tatsächlich auch eine zu holen. Eine Himalayan. Und dann haben wir uns gut unterhalten. Dieser ominöse Mensch war ein Brite namens Tom und er stellte in gewisser Weise den Wendepunkt für diesen Urlaub dar. Denn durch Tom schöpfte ich irgendwie wieder Motivation. Ich hatte das Gefühl, ich war nicht mehr allein unterwegs. Ich hatte irgendwie einfach neue Energie gefunden. Und jetzt ging's richtig los. Ah! Oh, come on! Das ist der Wahnsinn. Absolut verrückt hier. Normal denkt man sich so. Oh nee, eine Ampel. Aber dann guckst du nach rechts. Damn. Verrückt. Dann guckst du wieder nach links und siehst auch nee, eine Ampel. Ich pfiff mir ein paar Nüsse hinter die Birne, um etwas Energie zu bekommen. Fuhr mit viel Schwung durch den Regen zum Campingplatz. Und wunderte mich über diese rosane Straße. Die spinnen die Franzosen. Und am nächsten Tag ging es dann wirklich los. Endlich Offroad und selbstverständlich habe ich mich komplett übernommen, aber seht selbst. Es war das erste Mal richtig Offroad in meinem Leben und es hat einfach jegliche Erwartungen übertroffen. Boah. Das ist ja ein Traum, oder? Es war
unfassbar schön. In Momenten wie diesen war es mir völlig egal, wie viele Tage ich gelitten habe, um hierher zu kommen. Es war jede Sekunde wert. Mit Gertrude also über die nächste Kuppe und dann sah ich sie. Meine erste Militärfestung. Jetzt wäre hier die Abfahrt, die gucke ich mir gerade an. Die ist relativ steil, aber ich glaube, wenn ich das im ersten Gang runterschleifen lasse, soll das machbar sein. Da drüben ist noch Schnee, aber das sieht auch aus, als würde da eine dünne Spur durchgehen. Und ab dem Schnee geht es sowieso. Und das da drüben ist übrigens der kleine San Bernardino Pass. Laut dem Denzel Alpenführer ist diese Nordabfahrt scheinbar nur für leichte Motorräder geeignet und schon gar nicht für Anfänger. Ich, als jemand, der aber gerade eben erfolgreich seinen ersten Offroad-Pass erklommen hat, hatte so Hochwasser, dass ich gedacht habe, ey, mit meinem 190 Kilo Motorrad plus Beladung schaffe ich das easy darunter. Ein Fehler, den ich gleich bereuen werden würde. Und wirklich, ich glaube, vielen von euch ist nicht klar, ich fahre jetzt hier eigentlich das erste Mal richtig Offroad. Oh. Was im Winter eine schwarze Skipiste ist, wurde immer, immer steiler. Boah, ist das steil, ey. Das ist schon... Boah, scheiße, Alter. Ja, da vorne ist der Schnee, wo ich von oben gesehen habe. Dass es eine Spur gibt. Boah. Also Leute, wenn ich mich jetzt hier nicht hinlege. Alter. Scheiße. Alter, das ist viel zu steil hier. Oh mein Gott, was habe ich getan? Boah, jetzt hält's mich gerade fast. Oh, Scheiße. Okay. Aber da wird's nochmal. Oh. Scheiße. Aber das war erst die Hälfte. Ich schick mal kurz meiner Family ein Big Ding. Oh, ich zitter richtig. Zu diesem Zeitpunkt entscheide ich mich dazu, meiner Familie mein GPS-Signal zu übermitteln. Einfach für den Fall der Fälle, falls es mich auf die Fresse haut. Denn es folgt nochmal eine deutlich steilere Stelle mit Schnee direkt am Hang. Jetzt kann alles schief gehen. Ja, ich habe mich mal wieder übernommen.
Alter, wie soll ich das denn schaffen? Also wenn es mich hier nicht hinlegt, dann bin ich auch wirklich ein Meister, oder? Ich muss es jetzt nur noch diese 20 Meter schaffen. Der Schnee ist natürlich auch hilfreich. Oh, Scheiße. Was mache ich hier? Ich habe mir schon ein paar Mal diesen Urlaub gedacht, aber noch nie so wie jetzt. So. Oh, Vorderreifen rutscht weg. Aufgesetzt, alles entspannt. Das Problem war, dass es stellenweise so steil war, dass das Motorrad selbst im ausgeschalteten Zustand nach unten rutschte. Weil sonst. Oh Gott, was ist das denn? Okay, das sollte machbar sein. Aber mit mehr Glück als Verstand schaffte ich es. Boah, Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Yes. Digga. Oh mein Gott. Fuck. Scheiße, Mann. Fuck. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so insane! Das sah von oben voll okay aus, aber Alter. Scheiße. Fuck. Meine Hände, ich bin so fertig. Oh, Gertrude, du geiles Stück, ey. Oh. Oh. Wahnsinn. Sowohl für mich als auch für Gertrude gab es Frühstück und dann ging es weiter Richtung Süden. Das hier vor mir sind die zwei Reiter der Apokalypse. Ein Rennradfahrer, der in der Mitte der Straße fährt, sodass der Trottel vor mir nicht überholen kann. Und der Trottel vor mir, der mich die Minuten vorher nicht überholen hat lassen, weil er immer beschleunigt hat. Das ist so, Alter, ohne Witz. Die Welt wäre ein besserer Ort ohne die zwei. Heilige Mutter Maria, Bim Bam. Mit dem Mont Blanc im Nacken geht es immer tiefer in den Süden und damit immer näher ans Offroad-Gebiet. Ich fahre vorbei am Col de Iseran oder wie auch immer man den ausspricht, verfolge Rennradfahrer steile Hänge hinab und freue mich einfach auf mein Ziel. Die Assietta-Kammstraße kommt immer näher. Morgen war der große Tag. Morgen sollte es endlich auf die Assietta-Kammstraße gehen. Ein guter Schlaf war also wichtig. Ein guter Schlaf war also wichtig. Mein Plan für den Tag sah folgendermaßen aus. Als erstes wollte ich auf den Monte Jaffero, der direkt neben meinem Campingplatz lag. Und dann wollte ich nachmittags die Assietta-Kammstraße fahren. Der einzige Grund, warum ich überhaupt hier war. Aber es sollte alles etwas anders kommen als geplant. Ah, hier ist ruppig. Ich bin gerade ein bisschen
hängen geblieben. Schauen wir mal. Oh, fuck. Wie machen wir das am besten? Yes! Gertrude, Alter. Scheiße. Erstes Mal. In Momenten wie diesen wünschte ich mir, dass mich jemand vor sowas gewarnt hätte. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal zu Fuß 400 Meter, um zu gucken, wie geht's hinter der Kuppe weiter, weil die Auffahrt ist schon ziemlich heftig. Aber gut, ich schätze, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Jetzt muss die Mühle erstmal wieder aufgestellt werden. Was gar nicht so einfach ist, denn es ist unfassbar steil hier. Das ist schon wild hier. Das ist, ich glaube, wenn ich eh schon liege, drehe ich hier einfach um. Weil das hat keinen Zopf hier, das ist ja wieder, das will ich auch nicht mehr runter. Also bis hierhin ging's, aber, okay. Wie heben wir dich am besten hoch? Ja, das Beste wird sein, wenn ich das Rad darüber ziehe, oder? War, dass der Boden so uneben war, dass ich mein Bike erstmal drehen musste. Und das tat in der Seele schon ein kleines bisschen weh, aber zum Glück konnte ich mir den Hang auch gleichzeitig zu Nutzen machen, als ich es dann endlich aufgestellt habe. Für mich bedeutete das umdrehen und einen anderen Weg hochsuchen und dann wurde es erst richtig spannend. Denn ich schaffte es runter und fand einen anderen Eingang zum Monte Schafferau, allerdings mit Verbotsschild, wobei die Jungs hier auf ihren komischen kleinen Mopeds gesagt haben, klar Digga, fahr hoch. Also die Jungs sagen, alles ist legal. Und ich wunderte mich schon, in was war ich hier reingeraten. Aber ich stellte nicht sonderlich viele Fragen und fuhr einfach mal los. Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Boah, ist das sandig hier. Zunächst kamen mir nur vereinzelt Fahrer entgegen und ich dachte mir nichts groß bei. Dann habe ich immer mehr aufgeholt und habe auch welche am Straßenrand gesehen. Und ehe ich überhaupt wusste, was passierte, war ich mittendrin. Hunderte von diesen kleinen Bikes überall. Ja, ich und meine Boys in Italien. Oh! So geil. Ich kann leider nicht überholen. Oder beziehungsweise ich will jetzt nicht da abdrängen. Und es wurde immer, immer steiler. Das Problem war, sobald man in dem Sandeimer stehen geblieben ist, kann man kaum wieder los. Spätestens zu diesem Zeitpunkt fragte ich mich langsam, was genau mache ich hier eigentlich? Do you speak English? Nein.
Ich erkundigte mich also ein zweites Mal, diesmal bei weiteren Teilnehmern, ob ich hier fahren dürfe. Der Mann erklärte in etwas gebrochenem Englisch, ja, es sei irgendwas ein Rennen, aber nicht wirklich ein Rennen und auf jeden Fall, Diggi, fahr da hoch. Also das gleiche, was ich unten schon gehört hatte. It's like crazy people. Okay, take care. Aber der Spaß sollte nicht lange anhalten, denn anscheinend erwartete mich oben schon jemand. Hey! Do you speak English? Dieses letzte Stück ist verboten. Oh, ich habe gedacht, weil die alle hochfahren. Ja, die letzten Kilometer. Ja, weil ich habe unten ein paar Jungs gefragt und die meinten, ja, easy, fahr. Ja, weil heute es gibt diese Wettbewerbe mit diesen Sorten von Mofas und so weiter. Das habe ich schon gemerkt. Ja, genau. Ich habe. Fürchten Sie nicht. Aber okay. Sowieso keine Sorge. Okay. Ja. Entschuldigen Sie sich und es geht so. Okay, also fahre ich einfach da wieder runter oder welcher Weg ist besser? Der da ist, da störe ich auch niemand. Thank you. Ja? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein, die Pramanstraße ist am Mittwoch und am Samstag auf. Ah! Nur diese zwei Tage. Oh, okay. Ja, sorry. Dankeschön. Sorry. Okay. Der Monte Schaffaro wurde also unfreiwillig abgesagt. Aber das hieß nur eins. Es war jetzt noch ein Ziel diesen Urlaub übrig. Das Ziel. Die Assietta-Kammstraße. Und lasst mich eins spoilen. Es war wirklich das krasseste und geilste, was ich je auf zwei Rädern gefahren bin. All den Problemen bis hierhin fühlte es sich unfassbar gut an, endlich den Höhepunkt der Reise zu erreichen. Und dann ging's wieder hinab. So schön das auch alles war, es musste wieder nach Hause gehen. Und ich dachte mir, ich habe 4 Tage bis hierher gebraucht, also schaffe ich es in einem Tag nach Hause. 800 Kilometer. Herrlich, Mann! Fuck! Woo!
Quizfrage. Die Jungs bauen gerade die Ampel ab, aber sie ist rot. Darf man jetzt vorbei oder nicht? Nur noch die Kurve überleben. Oh Mädels, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Oh. Oh, da drüben war gerade eine Sternschnuppe. Ich lüge jetzt mal ganz dreist und sage, dass das der Mont Blanc ist. Hier wird irgendwas gedreht. Ist ja geil. Drehen hier wohl irgendwie ein Promo-Video mit lauter Africa Twins. Ein Bike ist nicht wie die anderen.